gerade an den Selbstmord Tower, wo wir vor ein paar Minuten waren. Genau. Und ich habe noch eine Taschenlampe gefunden. Und ich leck jetzt mal der Batterie einfach, weil es Spaß macht. Oh ja, bitte tu es. Leck sie richtig hart. Und die Fressgeräusche dazu. Oh, ich hab sie gerade gehört. Oh, und sie ist voll. Herzlichen Glückwunsch. Möchtest du auch mal dran lecken? Oh ja, bitte. Möchtest du mal an meine Batterie lecken? Komm, ich zeig dir mal eine richtige Batterie. Lecke an meine Batterie. Schluck, schluck. Du Sau. Ja, yeah, it's pretty fully charged, ma'am. I think you have a good battery there. You should keep it around, lady. Gott, jetzt ähnelt das Ganze noch mehr einem Dialog von einem billigen Porno. Oh ja. Warum hast du mal an meiner Maske auf? Ja, warum nicht da du mal an meiner Batterie lecken? Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder Bilder im Kopf. Das ist schön. Finde ich gerade nicht. Bilder so. Von dir überdauern. Überdauern. Bis in alle Zeit. Alle Zeit. Gott, wo bin ich hier gelandet? Takeshi, bleib mal kurz stehen. Nein. Bleib mal kurz stehen. Nein. Warum? Geh weg mit deinem vergammelten Obst. Das ist kein vergammeltes Obst, das ist doch Heile. Ich glaub dir das nicht, geh weg. Wie sagt man so schön, im Knast mit dem Arsch an der Wand schlafen bringt nichts, wenn du mit offenem Mund einpennst. Aber ich hab dich verarscht. Bleib da, Takeshi, nein! Die Leute aus dem Stream wollen das doch auch mal sehen, wie das aussieht. Wenn man sowas isst. Do it for science, Takeshi. For science! Dafür musst du mich erstmal finden. Will ich das? Ich will lieber Trap Jack finden. Trap Jack ist hier. Läuft immer noch die Straße entlang, hat das Meer zu seiner Linken und ist jetzt schon ein bisschen weiter wie vom zur selbst. Linken? Du musst da zur Rechten haben. Vergiss es. Ich laufe jetzt hier bis ans Ende der Welt, das ist mir scheißegal, ja? Aber ich halte jetzt das Meer zu meiner Linken. Nach dieser ganzen Sonnenscheiße, ne? Von wegen, halt die Sonne links, halt die Sonne rechts. Was alles nichts gebracht hat, by the way, ja? Ja, du musst ja nur merken, dass die Sonne im Nordwesten war. Nordwesten, ja, Süd, übrigens. Nordwesten, Südosten. Alles der gleiche Scheiß. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war sie im Nordwesten. Oh, da vorne ist... Ach Gott, ich wollte schon sagen, da ist ein Zombie auf der Straße. Ich boxe ihn jetzt mal um. Bist du sicher, dass du das probieren willst? Ah, der Zombie hat eine Axt. Hilfe, Takeshi, wir müssen umdrehen. Der Zombie hat eine Axt. Krass, wie hartnäckig dich dieser Zombie verfolgt diesmal, wa? Ja, ja, Trap Jack, komm mir entgegen und hilf mir. Wo bist du denn? Auf der Straße mit so einem Zombie hinter mir, der ist voll krass drauf. Okay. Ich sehe das aus der Entfernung, aber die sind beide zu schnell für mich. Ich bin auch auf der Straße, also wenn da jetzt was kommt, dann... Die Axt ist schon gezogen. Oh, ich hab den Zombie ausgetrickst. Der ist einfach voll an mir vorbeigelaufen. Ja, das sah ganz schön behindert aus, dieser dumme Zombie. Ja, ich glaube, der hat's ja auch nicht mehr alle am Zaun. Ja, das sehe ich auch schon aus der Entfernung. Oder ich rieche es, ich wittere es. Das ist schön. Oh Gott. Habe ich dich getroffen? Ja. Geil. Um das mal für Trap Jack aufzulösen, falls er es noch nicht weiß. Ich war der Zombie. Ah. Nein. Doch. Oh. Ah, okay. Also hier haben wir die Auflösung dann auch gleich. Full HD Auflösung. Na, aber richtig. Ist nicht so ein ekliger Cliffhanger wie das mit Ibrahimovic. Genau. Ja, da ich eh nie weiß, wann meine Folgen zu Ende sind, weiß ich auch gar nicht, ob das ein Cliffhanger ist, da wir aber seitdem mittlerweile 300 Folgen aufgenommen haben. Schon wieder gefühlt. Was das Schöne an Let's Plays ist, die man echt in die Länge ziehen kann, ohne Ende.
Ja, also vorhin, wo ich gecheckt habe, waren wir bei fast 300 GB, die ich heute aufgenommen habe. Ich müsste Gott. Auch schon an die 10 bis 20 GB haben. Aber im Endeffekt habe ich dich jetzt verloren. Ach nee, da vorne läufst du. Ich lauf gerade der Sonne entgegen, was extrem unangenehm ist. Ja, das habe ich vorhin auch festgestellt. Wobei ich eigentlich heute gar nicht mal mehr so lange machen werde, habe ich fast das Gefühl. Ich mache auch nicht mehr so lange, aber zumindest noch euch einmal treffen und dann einmal irgendwo Action suchen. Das muss noch sein. Ja, da bin ich dabei. Das klingt doch gut. Ich würde sagen, wir treffen uns dann noch, latschen noch nach Elektro rein, gucken genau. Mal, was da geht und dann können wir den Abend beschließen quasi. Richtig. Dann verrecken wir alle nochmal und dann... Schieß doch. Warte. Ich. Wollte er dich etwa erschießen? Glaube es fast, ja. Jungs, wo seid ihr denn nun? Ja, mitten auf der Hauptstraße, wenn du aus deiner Richtung in den Ort reinkommst. Wann kommt denn der Ort? Ja, so auf der Straße, wenn du da so lang gehst und dann, ne? Siehst du da eine schöne Insel so? Ich sehe im Moment relativ wenig, weil ich eine große Insel, wo in der Mod der Helispawn war, der eine. Ja, dann bist du nicht mehr weit. Yay, ist es noch weit, Papa Schlumpf? Nein. Nimm ihn in den Mund. Was? Ja, irgendwie hast du da gerade was missgedeutet. Achso, ich weiß nicht, der letzte Schlümpfe-Film, wo ich gesehen habe, da kam sowas auch drin vor. Ja, der war nicht zufällig ab 18? Weiß ich nicht. Ich muss da irgendwas mit Ja anklicken. Ah. The Internet is for Porn. Regel 34. Oh Gott, mir fällt immer weniger dazu ein. Das ist doch schön, Takeshi. Ich kenne nur Regel 1, Cardio. Ausdauertraining. Die Fetten erwischt es zuerst. Oh ja. Da taucht am Horizont eine Gestalt auf. Oh ja, ich glaube, da kommt ein Trap-Check. Ding, 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 ding. Ich drück schon mal vorsichtshalber F4. Ja, der allgemeine Crazy Forces Clan-Gruß. Nachher, warte, da muss ich mich ja noch anschließen. Auf dem Server, wo wir jetzt auch gerade sind, ist gar nicht mal mehr so viel los. Also ich glaube, mit Action werden wir dann nicht mehr so viel finden. Ach, klar. Da sind sie ja. Und sie halten den Mittelfinger. Gut. Und noch als kleines Zeichen, dass wir freundlich sind. So. Ja, wollen wir dann mal weiter, wa? Bei mir geht er automatisch bei E4 auch in Kampfpose. Ja, das macht er immer. Ich kann aber dann nicht Wiggle so. Machen. So, lauft mir hinterher, folgt dem Schattigen. Dem ohne Rucksack. Richtig. Jetzt leckt es hier gerade bei mir ziemlich dolle. Ja, bei mir nicht. Aber jetzt habe ich mal den Turbo hier reingeschmissen.
So, am besten wäre jetzt noch, wenn wir Munition finden würden. Das oder auch irgendwie allgemein was für mich als Ausrüstung, weil ich halt gar nichts habe. Möchtest du eine Axt haben, wenn ich Munition gefunden habe? Ich würde auch so eine Axt nehmen, wenn du keine Munition findest. Dann bin ich aber wieder am Arsch. Du hast doch deinen großen Gewehrkolben. Kannst du mir beibringen, wie ich den zum Schlagen benutze? Also wenn du das Kolben mit... Benutzt, ich wollte gerade sagen, das müsstest du selber wissen eigentlich in deinem Alter. Nee, leider nicht. Das ist bitter. Hör ich nicht zum ersten Mal. Achso, kann ich mir vorstellen. Auf der Zielgeraden und da zieht er nochmal. Trapjack zieht, zieht, zieht. Und er ist an der Führung dran. 1, 2, 3. Ey, Zenka, bist du tot? Ja, Mann. Magst du mein Glücksei lecken? Das geht über eure Vorstellungskraft. Jamaika hat eine Bob-Mannschaft. Computerspiele machen übrigens nicht doof, liebe Leute. Nee, wir waren vorher schon... Wir waren eigentlich vorher schon ziemlich bescheuert. Also... Ja, das ist die Videospieljugend von heute. Ja. Oh ja. Und Little Unicorn spielt Papers, Please. Hatte ich gerade auch, ja. Jetzt haben wir... Ich nicht genau weiß, was mir dieses Spiel sagen will, Papers, Please. Naja, Papers, Please. Achso, ich hab's mir noch nicht mal im Ansatz angeguckt, muss ich aber auch dazu sagen. Naja, es will dir halt einfach sagen, Papers, Please. Achso, das klingt ja auch irgendwo logisch. Ja. Och, da stöhnt ja noch eine. Yep, ihr habt ja auch alle die Painkiller gefressen schon. Ja, ich aber nicht. Die haben ja auch nichts geholfen bei mir. Meine steht ja auch immer noch. Ach, wie geht das denn? Ich hab den Healthy-Status und bin trotzdem hungrig geworden. Ja, weil sich der Healthy-Status halt ein bisschen hält. Ah. Dann würde ich ja mal kurz eine kleine Zwischenpause machen, weil ich was essen will. Dann verstecke ich mich mal hier kurz in dem Gebüsch. Ich komme dazu! Ey! Du bist aufgestanden. Nein! Wir wollten noch Löffelchen machen. Ach so, war aber nie gelegen. Echt nicht? Bist du da nicht reingesprungen? Ich bin volles Brot auf dich draufgesprungen. Oh mein Gott. Geh weg, du Perversling. Lass uns Löffelchen machen. Niemals. Doch. Do not want. It's mir egal, if you want. I want. It's me, Mario. Ich hab ne Axt, also komm jetzt her und leg dich hin. Mal ist wie vorne und rennt weg, bis ich todesmutig erschossen werde. Also, soweit es mir möglich war, habe ich mich jetzt wieder gesättigt. Das ist schön. Dann latschen wir mal weiter. Da vorne kommen schon die ersten Vororte von Elektro. Und ich sehe es schon kommen, wir sind beim Kran und werden sofort erschossen. Ja. Ach, Quatsch. Das sehe ich. Das wäre ein schönes Ende für die heutige Aufnahmesession. Wer heult denn da rum? War ich das? Ja, entweder du oder ich. Also wir spielen ja beide immer so synchron ein bisschen. Ich ertrag das Elend. Ah. Sei froh, du kriegst gerade etwas von unserem Fame ab. Von daher musst du auch mal einstecken können. Genau, unsere unglaublichen Subscriber. Zuschauer. Oh, was habe ich hier gefunden? Ich habe ein Weapon Cleaning Kit, jawohl. Na, und Pipe Wrench gefunden. So eine schöne Zange. Rohrzange, mit der kann ich zuhauen. Jawohl. Nimm die Schaufel, die sieht irgendwie epischer aus. Ich finde die Rohrzange viel cooler. Ich nehme mal das Rope mit, weil wenn ich jetzt noch einen Sack finde, kann ich mir einen Rucksack bauen. Habe ich mir vorhin auch so gedacht, aber hab das dann wieder weggeschmissen. Mal gucken, solange ich noch nichts anderes hab. Eh nicht so den Platzmangel, weil eigentlich alles, was ich so mitnehme, auch irgendwie gleich wieder benutze.
Ja, ich habe halt nur 4 Plätze, ne? Da kann man nicht viel mitnehmen bisher. Ja gut, ich habe 8. Jetzt auch nicht so viel mehr, aber... Gut, ich habe da auch nur 35, also... Ja, nicht so viel mehr, ist ja nur doppelt so viel. Oh, meine kriegt schon wieder Hunger. Kann ich dein Weapon-Cleaning-Kit essen? Ich geh mal rüber nicht in die Industriehalle. Jo, ich renne einfach mal vor in die Stadt rein. Oh, das ist mutig. Ah, ich komm mal mit. Nicht, dass du noch verreckst. Ist wahrscheinlich eh schon alles gelootet. Dann hoffen wir eben, dass da ein paar attraktive Player-Leichen rumliegen. Ja, aber... Gucken wir mal. Würde aber zumindest heißen, dass noch eventuell welche in der Nähe sind. Also würde ich mich an Leichen nicht hindern. Na gut, der Server wird doch gerade wieder ein bisschen voller. Könnten wir doch noch zu unserer Action kommen heute. Ich weiß auch ganz genau, wie unsere Action aussehen wird. Elektro rein, Player gesehen, Schuss gehört, erster Tod, zweiter Tod, dritter Tod. Höchstwahrscheinlich, weil wir haben halt nichts, womit wir uns auf Distanz wehren können. Ja. Wir finden Munition. Häufigst verwendetes Wort, scheiße, er hat mich. So, ihr seid jetzt also schon drin in Elektro. Ja, so langsam näher ich mich über die Bahnschienen, der größeren Stadt, ja. Die Kirche schon. Ja, die sehe ich auch. Ja, die sieht man ja meist schon recht früh. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt in Daisy. Ja, ich finde auch, es hat einen sehr hohen Religionsanspruch, das Spiel, ne? Ja gut, aber im Vergleich zur Mod haben sie ja die Bänke aus der Kirche rausgenommen, also die müssen jetzt alle stehen. Gut, dann muss es eine katholische Kirche sein, weil die wollen ja, dass ihre Gläubigen leiden. Ja, ich kenne mich da Gott sei Dank nicht so aus, muss ich sagen. Mir ist es einfach scheißegal. Also ich glaube nicht, dass... Nein, 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 wir werden jetzt nicht... Keine Grundsatzdiskussion. Nein. Das wollte ich auch gerade sagen. Lassen wir das lieber. Oh, warte, ich kann mir auch eine grüne Jeans holen, merke ich gerade. Ja, da lag noch eine und hier liegen auch Schuhe mitten auf der Straße. Und zwar Athletic Shoes in Black. Habe ich zwar eine Trinkdose verkackt, weil meine eigentliche Jeans jetzt weg ist. Anscheinend.